Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade ein Paket bekommen. Ich habe mir nämlich die Sonnenbrille bestellt, die ich schon die ganze Zeit haben wollte. Und die war immer vergriffen. Und jetzt war sie da und dann musste ich gleich zuschlagen. Ich habe schon wieder die Kameraeinstellung geändert, fällt mir gerade auf. Und ich fand die Brille mal so geil und jetzt habe ich sie. Und irgendwie sieht sie an mir hässlich aus. Aus wie so eine Skispringerin. I don't know. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also wenn ich sie so trage, ist natürlich gut, aber ist auch gut, wenn ich sie so trage. I don't even know. Ich habe hier noch dieses UV Protection Ding dran, aber immerhin ist sie UV Protective. Wenn ich es abkriegen würde. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich immer das Gleiche anhabe, ich habe jetzt gleich weiter gefilmt am nächsten Tag, deswegen, ja, und ich mache jetzt eh Sport, kann ich das alte Zeug auch nochmal anziehen, wisst ihr, wenn ich eher zu wetten bin. Okay, ich krieg's gerade nicht ab, aber heute ist Pamela Reifs Montag Sweating Day, also da ist Cardio und Abs und ich glaube, ich werde sterben. Weil ich habe mir die Videos schon angeschaut und ich werde verrecken. Yes. Ready to die. Habe ich die Kameraeinstellung zum Besseren eingestellt oder zum Schlechteren? I don't even know right now. Ich habe hier übrigens gerade mein Fenster offen und hier auch. Damit hier mal ein bisschen Luft durchgeht. Und irgendwie, was ich richtig dumm finde, in Deutschland überall ist mega schönes Wetter, außer hier in Bayern. Ja, yeah. That's mean. Ich sehe so alle Leute aus Berlin posten so, ah, summer has finally arrived. Und ich bin so, show me where. Where. Ja, bei uns noch nicht. Der Sommer ist wieder weg. Ich hoffe, er kommt wieder zurück, weil ich bin in Summer Vibes. Ich mache jetzt mein Workout und hopefully ich werde es überleben. Oh Gott. A for effort. Alter. Boah. Leute, ich bin... I'm alive, but I'm dead. Hey Leute, mein Papa hat gerade die Fenster hier frisch geputzt und da hat jetzt einfach ein Vogel hingekackt. Geil. Einen Tag, nachdem sie geputzt wurden. Ich bin jetzt zurück. Ich habe ein bisschen was geshoppt. Es ist eigentlich nicht viel. Ich werde es euch aber trotzdem einfach mal zeigen. Beziehungsweise einfach kurz, was ich mir so geholt habe. Eigentlich wollte ich nur zu H&M wegen Sportsachen. Ich habe nicht so viele Sportsachen gefunden, aber ein paar schöne. Also ich wollte so eine kürzere Sporthose jetzt für den Sommer, weil mir immer in den langen zu warm ist. Und dann habe ich mir noch so ein Sportoberteil dazu gekauft. Genau, das war von H&M und bei H&M habe ich mir auch noch so eine normale Short gekauft. Die war ganz süß und die war, hat nur 15 Euro gekostet, 14,99 €, war ich so, okay, take it. Und dann nervt mich richtig. Ich wollte das Oberteil eigentlich in weiß haben. Und es gab es auch in weiß, aber nur noch in einer L. Und ich habe es anprobiert und es sah so kacke aus, weil das war halt seitlich so weit, dass man da reinschauen konnte. Und deswegen habe ich es jetzt in orange genommen. Da sah es eigentlich auch schön aus. Aber ich wollte es halt in weiß.
ja, vielleicht finde ich nochmal ein weißes. Und dann war ich noch bei Mango und da habe ich mir auch ein Oberteil gekauft. Leute, ich schaue jetzt diesen Film hier auf Netflix. Der wurde mir überall auf TikTok angezeigt, dass der richtig gut sein soll. Und ja, das ist ja irgendwie nach so einer wahren Geschichte. Ich habe mir den Trailer vorher angeschaut und irgendwie bin ich ein bisschen scared. Scared? Weil, ich weiß nicht, das soll ja so richtig dramatisch sein. Und eigentlich mag ich immer nur so Komödien oder so Sachen, die halt richtig gechillt sind. Ich mag nicht so dramatische Sachen. Vor allem, weil das halt ja eine wahre Geschichte ist. Und dann finde ich es noch schlimmer, weil ich mir so denke, oh mein Gott, das kann halt echt passieren. Ja, es geht irgendwie darum, dass das Mädchen so alleine draußen ist und nach Hause fährt und dann halt von jemandem entführt wird und so weiter. Und das ist halt so eigentlich voll realistisch. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie der Film ist. Er soll ja richtig gut sein. Ist jetzt der nächste Tag. Mein Fit. Ich glaube, man erkennt, dass ich die Hose liebe. Das ist die neue vom letzten Vlog. Die war da im Sale. Und ich wollte schon immer so eine. Und die ist von Levi's. Und deswegen habe ich dann zugeschlagen, weil die im Sale war. Normalerweise sind die Sachen dann nämlich immer teuer. Deswegen Levi's, Zara und Pull&Bear, glaube ich. Genau. Und ich lasse mir jetzt meine Nägel neu machen. Habe ich nämlich auf Instagram gefragt, welche Nägel ich mir machen soll. Das war eine ziemlich knappe Entscheidung. Ich werde jetzt mal schauen, welche ich machen lasse. Auch welche Farben sie da hat und so. Dann seht ihr nachher das Endergebnis und ich freue mich voll. Ich bin zurück. Und ich sag's euch, Leute, ein Träumchen, ein Träumchen. Ich lieb's so. Ich habe mich für die jetzt entschieden. Ich zeig sie mal anders. Das ist jetzt ein richtig schöner Pastellton an jeder Spitze. Ich lieb's. Ich bin so in love. Ich schreibe hier nochmal ihren Instagram hin für die Leute, die es nicht kennen. Da gibt es nämlich jetzt auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich einmal komplett neu eure Nägel bei ihr machen lassen. Das könnt ihr gewinnen bei mir auf meinem Instagram. Schaut da gerne mal vorbei, da sind die ganzen Bedingungen. Und ich freue mich voll und sie ist auch so lieb. Also an alle, die aus München kommen oder Umgebung, lohnt sich. Natürlich auch an die Leute aus anderen Bundesländern, wenn ihr Bock habt, hierher zu fahren. Aber wenn nicht, dann für die ganzen Münchner und Umgebungsleute. Tipp. So, ich habe mich jetzt so schnell umgezogen. Ich werde nämlich jetzt so schnell ein Workout machen. Und nachher muss ich dann arbeiten. Yes. So, let's go. Mein Bett wäre mir jetzt lieber. Ganz eventuell. Cheers. Übrigens meine Nails, ich bin immer noch so in love. Das ist mein Lieblings-Stretching von Pamela Reif. Ich liebe das, das mache ich jetzt noch. Bin ich fertig? Yes! Richtig ungewohnt, ich habe mich jetzt mal wieder fertig gemacht. So ein Kleid angezogen, weil ich mache jetzt noch ein Bild für Instagram. Für diese Kette. Die könnt ihr da übrigens gewinnen. Und yes, that's what we're about to do. So, ich habe jetzt alles fertig aufgenommen. Bin
eigentlich ganz zufrieden, glaube ich, denke ich, hoffe ich. Und jetzt habe ich irgendwie Hunger. Jetzt werde ich dann fooden. Schauen, was ich essen werde. Und ich muss den Vlog noch schneiden. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe bis Sonntag. Ansonsten kommt er die Woche drauf online. Diese Woche war nämlich ein bisschen chaotisch. Und bin übrigens immer noch in Love. Voll in Love. Und bei mir ist irgendeine Fliege im Zimmer. Die muss ich jetzt aus meinem Zimmer abseitigen, dass sie da rausfliegt. Also ich bringe sie nicht um. Ich will nur, dass sie wegfliegt. Ich habe mir wieder so Zucchini-Pizzen gemacht und diesmal auch mit Reiswaffel. Das habe ich letztes Mal schon gemacht. Leute, es schmeckt so gut. Ich liebe es wirklich. Es kommt jetzt in den Ofen. This is future me. Ich habe gecheckt, dass ich kein Outro gefilmt habe. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh mein Gott, es ist so verzerrt und ich bin unfähig. Deswegen danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bye.